Hallo zusammen, da sind wir wieder und weiter geht's. Zurück zum Turm, genau, dem Turm des Zirkels im Kalinert See. Kurz bevor wir hier loslegen. Rumtibumtibum. Win, sag mal, was hast du eigentlich? Ah, okay. Nee, deine Waffe. Oh, das sieht ja schon eigentlich mal nicht schlecht aus, ne? Da müssen wir gar nichts updaten. Okay. Dann habe ich irgendwas an Rüstung? Nö, nicht wirklich. Aber Willenskraft, das klingt doch nach was Gutem für Magier. Und... Oh, nee, da hast du das Ding. Okay. Alistair, hier, Verteidigung. Das klingt nach was für dich. Kälteresistenz. Da hat die Liliana zum Beispiel noch gar nichts. Dann kriegst du das jetzt mal. Schüleramulett. Okay. Okay. Oh, ich hätte auch noch nichts gehabt. Egal. Die anderen zuerst. Aber, Liliana, dein Bogen. 660, der Langbogen. Okay. Die heben wir uns mal für den Bosskampf auf. Gut. Ja, okay, nee, das passt. Das passt. Passt auch soweit. Okay, nächste Stufe des Turms. Fügst du Gegnern unter dem Einfluss eines Kältekegels schweren Schaden zu, kannst du sie in 1000 Scherben zerschmettern. Klingt gefährlich. Sehr gefährlich. Oh Mann, hey. Liliana hat richtig was zu tun heute. Sonst noch was? Irgendwas? Nope. Hier drüben noch irgendwas? Nope. Dann Tür soll ich euch auf einen und Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken los sitzen ins müsst? Gefängnis. Guck mal hier. Hier liegen schon wieder am Boden diese Typen rum und weiß ganz genau, dass die demnächst aufstehen. Aber Na, was das sag ist ich? nichts. Als hätten wir es vorausgesehen. Noch mehr. Ja gut. Die betteln ja quasi drum. Oh, was haben wir denn da hinten? Ha. Zum Glück halten die nicht viel aus. Schon gut, schon gut. Alles einsammeln. Muss alles eingesammelt werden. Aber selbstverständlich. Leichnam, Galle. So lecker. Wer braucht es nicht? Die gute Leichnam, Galle. Bläh. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht mehr länger im Nacken sitzen Wundumschläge, müsst? unbedingt. Lyrium. Ich glaube, das war die Küche. Ich könnte mich aber auch irren. Kommen die schon wieder? Müssen wir so aufpassen, dass wir nicht zu sehr in Explosionen stehen. Vorsicht, Mädels. Jungs und Mädels. So. Vermutlich ist Gewalt noch einfacher.
Lumpen! Los geht's hier, Lumpen. Ich kümmere mich darum. Leichnam, Eispfeil, mehr Lumpen, Papierfetzen, sonst noch irgendwo Lumpen. Pfui, Deibe. Nee. Also, nee. Also von Ordnung haben die noch nie was gehört. Huch, besessener Templer. Das ist natürlich nicht so schön. Klatsch. Und wir leben noch, ganz genau. Ein Templerhelm. Ein Templerhelm, sag mal. Unser Templer hier. Kannst du auch noch nicht tragen. Okay. Aber ich habe eine Kapuze für die Winne. Eieieiei. Also echt. Also. Echt jetzt. Die Mützen für Magier sehen irgendwie aus. Huch. Na, mal gut, dass die nicht zugeschnappt ist. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Lyrium hat's hier ohne Ende. Kein Wunder, hier wohnen ja auch die Magier. Ne? Da geht's nach drinnen, aber da möchte ich noch nicht rein. Oha. Ich glaube. Hat da nicht eine Geschichte mit verknüpft? Diesen bezauberten Templer, also ein Video? Scheinbar nicht. Oder ich bin nicht von der richtigen Seite rangekommen oder was weiß ich, warum es nicht getriggert hat. Zack. Die geht ja gleich zu Boden. Wenn man die betäubt. Tja, da geht er hin, der Dämon der Wollust. Ich kümmere mich darum. Ein Dämon der Wollust. Aber das sind hier nicht Einzelkreaturen, sondern es gibt ja mehrere. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger Geld. Im Nacken sitzen müsst? Geld! Geld nehme ich auch immer. Splitter. Liliana, ich brauche dich mal wieder. Ich brauche dich sehr viel in letzter Zeit. Aber ich mag dich auch, also ich nutze dich nicht nur aus oder so. Okay? Gut. So, wird gespeichert. Los, draufhauen. Kräftig, kräftig drauf. Ne? Tja, ja. Die werde zu platt gemacht. Was ist das denn? Huch! Wer auch immer es war, jetzt ist er ein Schatten. Machen wir das mal hier gemeinschaftlich. Dann können wir nämlich alle auch den angreifen. Wow, ruckel, ruckel. Alles cool, Spiel. Tief durchatmen. Alles gut. Keine Ahnung, warum das jetzt gerade passiert. Ich speichere vorsichtshalber mal.
Weiße Runenstein, ich erinnere mich. Ach, jetzt geht's los. Okay. Also. Zerstören, bitte. Können wir auch zerstören. Können wir auch zerstören. Okay, und jetzt wollte ich schauen. Schwere Kettenrüstung, 26 Stärke. Die hat noch keiner von meinen beiden Kriegern. Wenn das jetzt natürlich länger so ruckelt, wird das ja eine sehr kurze Folge. Dann muss ich wahrscheinlich nochmal neu starten oder so. Ich habe zwar keine Ahnung warum, aber dann fühlt sich mein PC ja scheinbar irgendwie gestresst. Ach, nu komm. Aber Echt jetzt? Ja, es sieht so aus, als müsste ich mal neu starten, ne? Na gut, dann werde ich sie eben nachher zusammenschneiden müssen. Dann speichern wir nochmal. Und ich starte das Spiel mal nochmal neu. Und wir sehen uns gleich wieder. So, wir versuchen weiter unser Bestes und hoffen mal, dass das jetzt klappt. Ich muss gestehen, ich habe es jetzt schon ein paar Mal probiert und hatte immer wieder diese Ruckelei. Ich bin mir echt nicht ganz Das sicher, woran das liegt. kann nicht so weitergehen. Wir müssen dem ein Ende bereiten. Ja, Win, das machen wir ja auch. Wir sind doch dabei. Alles Ach, guck mal, da sind sie. Geschieht deinen Wünschen, mein Ritter. Unsere Liebe und unsere Familie übertreffen deine kühnsten Hoffnungen. Dämon stirbt. Was in Andrastes Namen geht hier vor? Gebt ihn frei, unreiner Dämon. Ich befehle euch, eure Missetaten an diesem Mann sofort zu beenden. Kannst du es noch länger sagen? Was geht hier vor? Hast du was gehört, Schatz? Es ist nichts, Liebling. Nur die Tür. Ich gehe schon. Die Kinder sind mit dem Abendessen fertig. Der ruckelt hier. Bring sie zu Bett. Ich sehe nach, wer da ist. Beeil dich! Die Kinder wollen einen Gute-Nacht-Kuss von dir. Es dauert nur einen Moment, Liebling. Ihr unterbricht einen privaten Moment voller Ah, ich hier. Hasse Unterbrechungen. Und ich mag keine Dämonen. Ihr sterbt jetzt. Ihr habt diesen Templer verzaubert, nicht wahr? Hier ist nichts privat. Ja, das hier ist nichts privat und schon gar keine Liebe. Ich habe ihm gegeben, was er immer wollte. Was ist daran schlecht? Tja, Lady. Aber jetzt ist es vorbei. Sie töten. Sein Glück ist Illusion, eine grausame Lüge. Ihr belügt ihn. Das ist etwas Schlechtes. Wie habt ihr das angestellt? Nichts, vermutlich. Nein, sein Glück ist eine Illusion. Gefühle sind niemals greifbar. Ihr könnt sie weder sehen noch berühren. Aber meist werden sie durch reale Ereignisse und Personen ausgelöst. Was ihr ihm angetan habt, ist abscheulich. Danke, Win. Ich sah seine Einsamkeit und den Wunsch nach einer Familie, die ihn liebt. Sie lebt von seinen innersten Wünschen und nimmt ihm den Willen. Das ist unheilig. Niemand hätte Stimmt zu. Sein Herz geschaut. Er kannte es ja selbst nicht. Aber jetzt ist es vorbei, sie töten. Ihr habt ihn zu eurem Sklaven gemacht. Ihr glaubt also, ihr tut etwas Gutes? Ich glaube nicht, dass er das wirklich will. Ich kann nicht einfach zerstören, was ihr... Naja, garantiert nicht. Oh nein, da geht's schon wieder los. Oh je, oh je, oh je. Ihr habt ihn zu eurem Sklaven gemacht. Ich erfülle seine Träume und alle seine Wünsche. Ist er mein Sklave oder bin ich die seine? Wir sind Partner. Ich gebe ihm, was ihm niemand sonst geben kann. Und durch ihn erfahre ich,
was es heißt, sterblich zu sein. Lasst ihn gehen oder ich töte euch. Ihr seid ein Parasit, den wir beseitigen müssen. Er verdient es, von euch befreit zu werden, um sein eigenes Glück zu finden. Ich lasse euch allein, wenn ihr auch mich in Ruhe lasst. Er verdient es, sein eigenes Glück zu finden. Glück? Sein bisheriges Leben war leer und er bereut sein Gelöbnis. Dorthin wollt ihr ihn zurückschicken? Ich will nichts von euch. Ich habe, was ich brauche. Ich bitte nur darum, dass ihr uns in Frieden lasst. Damit ihr ihn aussaugen und zum nächsten gehen könnt? Niemals! Ich muss ihn befreien, selbst wenn es seinen Tod bedeutet. Dennoch werden die Templer irgendwann kommen und euch holen. Was wird aus euch, wenn ich gehe? Ich muss ihn befreien. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Hilfe! Da sind Banditen an der Tür. Sie wollen die Kinder ermorden. Hilfe! An mir kommen sie nicht vorbei! Oh je. Upsa. Ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie nur am Spiel liegt mit den Einbrüchen hier. Boah, ich sterbe. Zu langsam. Oh mein Gott, nein. Okay. Oh, du bist endlich aus dem Weg. Lässt du die Liliana in Ruhe? Hilft, wenn man nicht so nah in der Lichtshow ist. Oh, verdammt, Wind ist tot. Oh, verdammt, Wind ist tot. Da habe ich nicht aufgepasst vor lauter Ruckeleien. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. So. Los geht's. So. Okay, Mädels, ihr könnt wieder aufstehen. Alles nehmen. Alles nehmen. Ach ja. Ach, da war ja auch nochmal was. Okay. Okay, also Schritt 1 erstmal. Das nimmst du mal. Und Win auch. Dann wollte ich noch gucken, das war nicht besser. Dann Templerhelm, der könnte vielleicht mal was sein. Zerstören, ja. Templerrüstung, vielleicht für einen Alistair irgendwann mal. Die könnte für mich was sein. Ich muss aber noch ein bisschen stärker werden. Wie viel Stärke? Habe ich? Hatte ich nicht? Ach, ich habe ein Level-Up noch. Ja, richtig. Davon möchte ich ungern was wegwerfen. Das können wir ja mal benutzen. Okay. Dann. Genau. Nee. Mal ein bisschen Willenskraft. Weiter. Überreden bessern. Da hatte ich schon mal nachgeguckt, dann ist die Framerate wieder eingebaut und so weiter und so fort. Also weiß ich schon, was ich hier will. Das machen wir jetzt mal ganz geschwind. So. Bei dir hatte ich mir das ausgesucht. Und das so. Jetzt lassen wir das nochmal anschauen hier. Dann ziehe ich nämlich das hier an. Oh, auch nett. Der Templerhelm. Ich habe noch gar keinen Helm.
Oh mein Gott. Entschuldigung, es geht einfach nicht. Das sieht ja so schrecklich aus. Dafür braucht man eine 27er Stärke. Das dauert also noch was. Aber du kannst gerne den Helm haben. Dann nehme ich mir diese Haube. Auch wenn es echt bescheuert aussieht. Aber gut. Keine Beschwerden. Zerstören. Ich kümmere mich darum. Jawohl. Lass mich raten. Nein, tatsächlich keine Leichnamgalle. Aber hier. Soll ich euch einen Stuhl Der holen, hatte nur Geld dabei. So ein Dämon der Wollust. Ja, ich hol dir gleich einen Stuhl. Du, pass auf. Dann haben wir hier noch Soll ich den euch einen Stuhl Waschtisch. holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Da, dann gucke ich erst hier drüben. So. Oh je, nee, nee. Genau, so ist gut, Mädels. Ich verklick mich immer, wie peinlich. Aber das läuft besser. So, was haben wir hier? Da müssen wir gleich mal gucken, ob das Win irgendwas bringt. Liliana, da brauche ich dich mal kurz. Was? Unzureichend. Ja, so ein Ärgernis. Ob da auch was Tolles drin ist? Ah, verdammt. Ah ja, genau. So, jetzt komm mal her hier. Win. Du hast die Verzauberer oben an. Willenskraft, Magie, Verteidigung. Rüstung, Zauberkraft. Und die Schülerkapuze. Dann gebe ich dir doch lieber die. Die sieht auch nicht ganz so blöd aus. Jo. Sind die besser? Wie sieht das eigentlich bei Liliana aus? Die hatte schon was Cooleres. Nee, die hatte dasselbe. Wie sehen die aus? Passen besser zu ihrem Outfit. Okay, nee, die zerstöre ich nicht. Eispfeil, weißt du, die benutzt du jetzt einfach mal. Den da tun wir kaputt machen. Den anderen geben wir dann mal Morrigan, falls... Oh, Silberring. Ach nee, der kann nix. Elektrizität. Fehlt einem hier eigentlich noch was? Nö. Aber weißt du was? Der kann zwar nix, aber dann haben wir ihn aus dem Inventar raus. Okay. Ich weiß, es ist halt immer... Man hat immer irgendwie Geldknappheit und ich versuche das damit auszugleichen, dass ich möglichst viel mitnehme. Oh nein, oh nein, ich erinnere mich. Besuch. Ich würde euch ja unterhalten, aber das ist viel zu viel. Danke, Dämonen zu töten ist mir Unterhaltung genug. Gut, dann wird es viel leichter, euch zu töten. Wer ist dieser Mann? Was habt ihr ihm angetan? Wer ist dieser Mann? Er ruht sich nur aus. Der arme Kerl war sehr müde. Ihr wollt euch uns doch sicher aufhalten. Möchtet ihr euch nicht einfach hinlegen und das alles vergessen? Alles hinter euch lassen? Nein. Kann die Augen nicht offen halten. Kann mich jemand zwicken? Ich höre nicht auf eure Lügen, Dämon. Ihr habt keine Macht über mich. Sagt's ihm. Ihr müsst widerstehen, sonst sind wir alle verloren. Können wir heute ausnahmsweise widerstehen? Ihr dagegen an. Ihr verdient mehr. Mensch. Ihr verdient eine Ruhepause. Die Welt dreht sich auch ohne euch weiter.
Okay. Ja, jetzt kommt ein Part im Nichts. Ich denke, ich befreie uns noch und dann schneide ich das zusammen zu einer Folge und mit der nächsten machen wir dann weiter. Hier, oh. Oh, dies kann ich noch nicht anklicken. Muss ich dann denken, hier zurückzukommen. Ah, da bist du ja. Ich störe doch wohl nicht. Nanu? Nein, willst du etwas von mir? Doch, das tust du. Ich weiß kaum noch, was ich getan habe. Warte, du bist doch tot. Warte, du bist doch tot. Tot? Ich? Ich stand oft kurz davor, aber den letzten Schritt bin ich nie gegangen. Er Ich wollte klingt auch nur schon anders. sicherstellen, dass du hier in Weißhaupt glücklich bist. Diese Hallen wurden von den ersten grauen Wächtern erbaut. Atemberaubend, nicht wahr? Warum sind wir hier, statt die dunkle Brut zu bekämpfen? Ich weiß nicht, irgendwas stimmt nicht. Ja, natürlich, eine wunderbare Festung. Nein, das ist langweilig. Warum sind wir hier, statt zu kämpfen? Die dunkle Brut existiert nicht mehr. Du warst bei der letzten großen Schlacht doch dabei. Es Das war halte ein ich für Triumph Gerücht. für uns alle. Der Erzdämon wurde besiegt und die unterirdische Höhle in Brand gesetzt. Ein Gerücht, sage ich. Das ist unmöglich. Du verbirgst etwas von mir. Wenn die dunkle Brut fort ist, werden wir nicht mehr benötigt. Was sollen die grauen Wächter nun tun? Das ist Du unmöglich. Narr, ich habe dir so viel gegeben und das ist jetzt der Dank. Kannst du nicht einfach den Frieden annehmen, den ich dir biete? Du bietest Selbstzufriedenheit, nicht Frieden. Die dunkle Brut ist nicht fort. Sie zu ignorieren ist unverantwortlich. Ich könnte es ja mal versuchen. Du bietest Die Selbstzufriedenheit, stellen Frieden. wohl wirklich nur Krieg und Tod zufrieden. Nun gut, hier sind Krieg und dunkle Brut. Mögest du dabei untergehen? Ach, Jemine. Halt. Magier, ganz schlechte Idee. Was sagen, sag mal, kann ich dir nicht wehtun, oder? Doch, jetzt geht's. Aber selbstverständlich. Na also. So. Genau. Und da geht's dann jetzt weiter. Zack. So sieht's aus. Da müssen wir uns jetzt durchkämpfen. Und ich würde sagen, das machen wir dann in einem abgeschlossenen Teil, gehen wir noch in das reine Nichts rüber. Und dann machen wir kurz eine Pause. Ich check aus, wie das hier ist mit den einfallenden Frameraten. Und ob das jetzt mit den neuen Einstellungen auch besser Wer klappt. seid ihr? Oh, okay, Woher ein kommt Gespräch ihr? noch. Seid ihr ein Dämon? Nein, seid ihr nicht. Ihr seid wie ich. Mein Glückwunsch, dass ihr es aus der Falle geschafft habt. Ja, und nun? Falle? Aber natürlich. Was ist mit meinen Gefährten? Sind sie ebenfalls hier gefangen? Ihr seid nicht allein hierher gekommen? In diesem Fall, ja, sie müssten auch hier gefangen sein. Wow, du bist Der ja ein Dämon hält Quell alles, der was Freude. hierher kommt, in einem Traum gefangen. Er denkt, niemand könne ihn verlassen oder würde es auch nur versuchen. Ich dachte, ich wäre auch entkommen. Aber ich durchwandere diese leeren, grauen Räume schon ein Leben lang. Wie kamt ihr hierher? Wer seid ihr? Seid ihr ein Magier des Zirkels? Wer seid ihr? Mein Name ist Nile. Ach, Ich Nile wollte Shaw. den Zirkel retten, als ich dem Dämon der Trägheit begegnete. Eure Erfahrungen mit ihm verliefen sicher ähnlich. Ihr werdet den Zirkel wohl nicht retten können. Nile? Owain sprach von euch. Habt ihr die Litanei von Adrella bei euch? Ich war überrascht. Die Diese Litanei Litanei. war unsere Waffe gegen die Herrschaft der Blutmagier. Aber es ist zu spät. Alle sind tot. Es besteht immer noch Hoffnung, oder nicht? Warum sind hier so viele Blutmagier? Die Herrschaft der Blutmagier? Warum sind denn hier so Ich viele? weiß nicht. Sie müssen es insgeheim betrieben und sogar andere ausgebildet haben. Ich kannte diese Leute, vertraute ihnen. Die Litanei war unsere einzige Hoffnung zur Rettung des Zirkels. Aber jetzt, dieser Ort saugt einem alles ab.
Hoffnung, Gefühle, das Leben. Ja, so klingst du auch. Es ist nicht zu spät, ganz sicher. Wir finden einen Weg hinaus. Wenigstens lebt ihr noch. Es ist nicht zu spät. Nein, es gibt keinen Weg hier raus. Man denkt, es müsste einen geben. Aber das ist ein Irrtum. Wow, mit der Einstellung. Seht ihr dieses Podest? Ich habe die Runen darauf studiert. Sie stehen für verschiedene Inseln im Reich des Dämons der Trägheit. Der Dämon der Trägheit selbst ist auf der Mittelinsel. Aber man kann sie nicht erreichen. Die fünf Inseln um das Zentrum herum bilden eine Art Schutzkreis. Als mir das klar geworden ist, dachte ich, ich hätte etwas erreicht. Ich habe nacheinander jede der Inseln besucht. Und am Ende waren all meine Hoffnungen zerstört. Immer gibt es ein Hindernis. Ihr seht den Pfad, könnt aber nicht zu ihm gelangen. Ihr fühlt euch verhöhnt und werdet wütend. Könnten meine Gefährten auf einer der Inseln sein? Erzählt mir etwas über den Schutzkreis. Hattet ihr nicht Hindernisse erwähnt? Was wisst ihr über den Dämon der Trägheit? Ich denke, ich werde mir dieses Podest einmal ansehen. Also könnten meine Gefährten irgendwo sein? Ich weiß es nicht. Es gibt viele Träume. Ihr könntet einen Weg finden, sie über die Inseln zu erreichen. Wenn ihr Glück habt. Okay, diese Hindernisse. Ja, es gibt Hindernisse und wahnsinnige Traumdinge. Ein brennender Fluss vor einem Portal oder eine Tür, durch deren Schlüsselloch ihr die Freiheit seht. Doch kein Schlüssel passt. Einmal habe ich einen Weg gefunden, kleiner als meine Hand. Eine Maus rannte hin und her. Aber sie ist geflohen, bevor ich sie befragen konnte. Warum solltet ihr mit einer Maus reden? Warum solltet ihr mit einer Maus reden? Weil hier fast jeder ein Träumer ist. Außer den Geistern und den Dämonen. Jeder Träumer weiß etwas, was ein anderer nicht weiß. Die Maus hätte mir sagen können, was hinter dem engen Weg liegt und wie ich dorthin komme. Auch wie ich mich so klein machen könnte, um selbst hindurchzupassen. Und wenn man einmal klein genug für einen Weg ist, tun sich ja vielleicht noch weitere auf. Okay. Dieser Schutzkreis. Ich weiß nicht viel darüber. Ich denke, der Dämon der Trägheit hat auf jeder der Inseln niedere Dämonen platziert. Ich habe sie gesehen. Sie nehmen unterschiedliche Formen an. Aber sie sind da. Sie zu besiegen könnte der einzige Weg sein, zum Dämon der Trägheit zu gelangen. Mhm. Aber zuerst müsst ihr an sie herankommen. Ich konnte es nicht. Ich hatte zu viel Angst. Was wisst ihr über den Dämon der Trägheit? Nicht viel. Wir sind nicht gerade Freunde. Dämonen haben eigene Hierarchien. Sie spielen ihr Spiel und die Sterblichen sind darin Pfänder oder sogar Verhandlungsgegenstände. Dem Dämon, der uns hier festhält, gehört vermutlich dieser ganze Abschnitt des Nichts. Er wird uns nicht einfach gehen lassen. Wenn überhaupt. Okay. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir entkommen. Dann muss ich also diesen Dämon besiegen. Ein Versuch ist es wert. Ich warte jedenfalls nicht auf den Tod. Zusammen, ich bin irgendwie so... Oh, ich beeindruck wohl gar nichts. Bob der Baumeister oder sowas. Soll ich euch dafür bewundern oder bemitleiden? Ich komm zurück. Lasst euch nicht aufhalten. Nicht von dir, Trantüte, ganz sicher nicht. Also. Gut, dann speichere ich jetzt mal. Check das Ganze aus und bin dann bald zurück mit dem nächsten Abschnitt. Hoffentlich ohne weitere Probleme. Alles klar. Bis dann. Ciao.